Schönen guten Morgen auch von mir. Genau, und ich darf uns heute in diesen dritten Teil unserer Serie durch den Kolosserbrief mit reinnehmen. Und wenn wir einfach am Anfang nochmal kurz zurückschauen, was die ersten beiden Male war. Wir haben uns da mit dem ersten Kapitel und dem Anfang vom zweiten Kapitel des Kolosserbriefes beschäftigt und haben uns da beim ersten Mal dieses wunderbare Gedicht von Christus als dem erhabenen Messias angeguckt. Und der Basti hat da diesen schönen Satz geprägt: Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Und dann letzte Woche ist der Daniel mit uns weitergegangen und hat uns mitgenommen in die Aufforderung von Paulus, wie wichtig es ist, fest in Christus verwurzelt zu sein. Und auch das war eine Hauptsache. Und heute haben wir nun einen etwas längeren Abschnitt vor uns, und zwar den Rest vom zweiten Kapitel und noch ungefähr die Hälfte vom dritten Kapitel, so bis Vers 15. Und ihr dürft gerne eure Bibeln rausholen, falls ihr die dabei habt, oder auch eure Bibel-App einfach öffnen, weil wir werden da heute so ein bisschen hin und her springen auch. Paulus kommt jetzt hier nämlich ab Vers 8 im zweiten Kapitel endlich auf den Grund oder den Anlass für seinen Brief zu sprechen, und zwar sind es diese Irrlehren, die damals in Kolosse kursierten. Und darum geht es im zweiten Kapitel, und dann ab dem Anfang des dritten Kapitels stellt er dann den alten und den neuen Menschen einander gegenüber, und er zeigt, wie dieses neue Leben in Christus, das Auferstehungsleben in Christus aussieht. Da wird es also heute drum gehen, und ich habe euch in der guten Tradition meiner Vorredner auch einen Hauptsache-Satz mitgebracht, und zwar heute: Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache genug ist. Und was genau das bedeutet, das werden wir dann jetzt in den nächsten Minuten entdecken. Also, Paulus startet in Vers 8 vom zweiten Kapitel mit einer Warnung erstmal vor diesen Irrlehren, die damals kursierten. Und er sagt: Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen, und nicht um Christus. Er warnt also, aber er belässt es nicht einfach nur bei einer Warnung, das dürft ihr nicht, sondern er begründet das auch. Warum? Und er sagt in Vers 9: Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Er sagt also letztlich: Hey, sowas habt ihr doch eigentlich gar nicht nötig. Diese ganzen menschlichen Theorien, diese Gedankenbäude und Philosophien, die habt ihr doch gar nicht nötig, weil in Christus, da habt ihr doch schon alles. Und in Christus ist die ganze Fülle Gottes. Was braucht ihr da noch mehr? Und vor allem sagt er aber auch: Das eine, das sind menschliche Philosophien, das sind rein abstrakte Konstrukte, die letztlich tot sind. Und auf der anderen Seite, da ist es lebendig, weil es hier um den Gott geht, der Mensch geworden ist. Und das ist nicht einfach nur eine Theorie oder Philosophie, sondern ja, ist erlebbar in der ganzen Fülle. Und beim Stichwort Fülle ist mir eine Begegnung eingefallen. Ich habe ja vor ein paar Jahren eine systemische Ausbildung gemacht, und in meinem Kurs damals war einer, mit dem ich mich echt gut auch verstanden habe, und wir haben uns immer gut unterhalten, aber sagen wir mal, unser Weltbild und unsere Glaubensvorstellungen sind auch etwas diametral auseinandergegangen, und er hat immer wieder gerne auch erzählt davon, wie er irgendwie auf irgendwelchen Yoga-Retreats Erleuchtung sucht oder wie er mit so extremen Erfahrungen versucht, Erkenntnis zu gewinnen oder zum Teil auch irgendwelche schamanische Baumrituale im Wald mitgemacht hat, um da irgendwie die nächste Dimension zu erklimmen. Und an einem Abend saßen wir irgendwie noch länger zusammen, und dann meinte er so relativ unvermittelt: Weißt du, Silke, ich glaube einfach, im Universum, da herrscht das Prinzip der Fülle. Und wir als Menschen, wir brauchen keinen Mangel haben, sondern wir müssen uns da einfach nur ausstrecken, weil das Universum, das hat Fülle von uns, für uns, und das können wir bekommen. Und ich war in dem Moment leider ziemlich perplex und habe da nicht so richtig was drauf gesagt. Aber ich habe mir gedacht, ja, eigentlich glauben wir da so ziemlich was Ähnliches, weil ich glaube durchaus auch, dass im Universum das Prinzip der Fülle herrscht, nur
glaube ich nicht einfach nur irgendwie so an den Prinzip der Fülle, sondern ich glaube an den Gott, der dieses Universum erschaffen hat. Und der ist die Fülle. Und deswegen müssen wir keinen Mangel haben. Und ich habe jetzt auch mal in Duden geschaut, wie der Duden Fülle definiert. Und er sagt, Fülle ist volle Intensität, volles Maß oder ein volles Genügen verschaffender Reichtum, der in etwas liegt. Und die Frage ist ja, kann man volle Intensität noch steigern? Oder kann man zum vollen Maß noch etwas dazu tun? Kann man zu diesem vollen Genügen verschaffenden Reichtum noch etwas hinzufügen? Ich glaube nicht. Fülle ist Fülle und sie ist maximal. Sie kann nicht mehr gesteigert werden und sie liegt in Christus. Aber es geht noch weiter. In Vers 10 fügt dann Paulus noch hinzu, und ihr habt an dieser Fülle oder auch der Fülle des Lebens teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Und auch da wieder, diese Fülle in Christus, die ist nicht nur einfach irgendwo da im Universum, sondern sie wird total persönlich, weil wir an ihr Anteil haben dürfen. Sie betrifft jeden Einzelnen von uns. Und so wie das hier in der NGÜ übersetzt ist, Anteil haben, könnte man ja so verstehen, dass man jetzt so von diesem großen Stück, großen Fülle so ein kleines Stück abbekommt, ne? Und der eine kriegt vielleicht mehr ab, der andere weniger, wie das so ist bei einem Geburtstagskuchen oder so. Aber die Elberfelder, die ja sehr wortgetreu übersetzt, die sagt es nochmal anders. Wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Ja, also es ist nicht nur so ein kleiner Anteil, den wir irgendwie freundlicherweise empfangen, sondern die Fülle ist so voll, dass man sie unendlich teilen kann und sie nicht weniger wird. Es ist wirklich Überfluss. Und wir müssen auch nicht irgendwie um diese Fülle kämpfen oder sie uns erarbeiten, sondern wir dürfen sie empfangen und daraus leben. Nächsten Vers, Kolosser 2, Vers 12, heißt es, ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Also, wer kann an dieser Fülle Anteil haben? Ihr, die ihr auf die Macht Gottes vertraut hat. Und wenn wir sagen, ja, Jesus, ich glaube an dich, wir haben das gerade gesungen, ich vertraue dir, dass du für mich gestorben bist, dann bin ich mit ihm verbunden und dann habe ich auch Anteil an dieser Fülle und Christus in seiner Fülle lebt in mir. Und vielleicht ist es jetzt noch relativ abstrakt, was diese Fülle eigentlich so umfasst. Und ich habe einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht aus der Bibel, aus verschiedenen Stellen. Zum Beispiel Johannes 1, Vers 16. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Das heißt, diese Fülle beinhaltet Vergebung und sie beinhaltet absolute Annahme, weil wir immer wieder diese Gnade empfangen dürfen. Johannes 10, Vers 10, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle oder auch Leben im Überfluss. Und für mich bedeutet das, da ist eine Sättigung da, da ist eine Zufriedenheit da, da ist eine Erfüllung da in dieser Fülle. Oder wenn wir dann in den Kolosserbrief schauen, mit dem wir uns ja gerade beschäftigen, 1 Vers 12, freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Die Fülle umfasst sein Erbe und dieses Erbe ist das ewige Leben, was nicht nur erst irgendwann anfängt, sondern schon hier und jetzt. Kolosser 2, Vers 3, in ihm, Christus, sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Und Weisheit meint hier die Fähigkeit, dass wir unser Leben gut meistern können. Und das Wissen oder die Erkenntnis ist das Wissen, dass wir alles haben, was wir zum Leben brauchen. Kolosser 3, Vers 12, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Und ich finde, das ist so ein typischer Vers, wenn man so längere Abschnitte liest, wo man so schnell so drüber liest. Aber wenn man sich da mal vor Augen führt, was da alles drinsteht, ihr seid erwählt, ihr seid geliebt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk und entsprechend diese Fülle, die beinhaltet Würde und Wert. Wir sind geliebt, wir sind erwählt, wir müssen nichts mehr dafür tun.
oder dann Kolosser 1, Vers 13 oder auch 2, Vers 15. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Also wir wurden vom Reich der Finsternis versetzt in sein Reich, ins Reich Gottes. Und die Fülle umfasst, dass wir Teil von seinem Reich sind und auch Teil von seinem Sieg, den er errungen hat. Das sind jetzt nur ein paar Aspekte, die ich rausgesucht habe und die alle in dieser Fülle drinstecken. Aber vielleicht fallen dir selbst spontan noch andere ein oder mehr ein. Oder du nimmst dir jetzt auch in der Urlaubszeit mal Zeit und suchst bewusst in der Bibel noch danach, was umfasst diese Fülle noch. Und zugegeben, natürlich sind das auch erstmal Wahrheiten und nicht immer fühlen wir oder erleben wir die genauso. Aber ich selber habe die Erfahrung gemacht, dass je mehr und je tiefer wir uns mit ihnen beschäftigen, und damit meine ich nicht nur rein intellektuell mit ihnen beschäftigen, sondern sie wirklich in uns aufnehmen und uns sozusagen mit ihnen aufs Wasser trauen, dann werden wir auch erleben, dass sie tragen und dass sie wirklich Wahrheit sind. Und schließlich, dass wir in Christus zur Fülle gebracht sind, das entrückt sich dann auch entscheidend darin aus, dass wir neue Menschen geworden sind. Und darum geht es jetzt in Kolosser Kapitel 3, dass wir eine neue Identität in Christus haben. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen, und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen. Wenn wir also an Jesus glauben und er in uns lebt und wir mit ihm verbunden sind, dann haben wir diesen neuen Menschen angezogen. Das steht hier in der Vergangenheit und es ist eine einmalige, eine punktuelle Handlung, die vollzogen ist. Ein für alle Mal und wir müssen da nichts mehr tun. Und es ist ein Geschenk. Wir müssen uns diesen neuen Menschen nicht irgendwie erarbeiten oder was dafür leisten, sondern wir dürfen ihn einfach empfangen. Und wichtig auch, wir sind auch nicht nur teilweise erneuert. So nach dem Motto, ja, also mein Bein, das ist schon erneuert, aber der Arm, der braucht es noch ein bisschen. Nee, wir sind vollständig erneuert. Wir haben diesen neuen Menschen angezogen. Das Alte ist in Christus definitiv vorbei. Wir haben, so heißt es in Vers 11, im zweiten Kapitel, die von der Sünde beherrschte menschliche Natur abgelegt. Und manchmal müssen wir das auch einfach nur glauben und annehmen und uns da draufstellen. Weil alle Mächte sind entwaffnet, wie wir vorhin das auch gesehen haben. Und die Macht des Teufels, die ist jetzt schon gebrochen. Und seiner beständigen Anklage ist die Grundlage entzogen, weil der Schuldschein gegen uns gelöscht wurde. Und es gibt keinen Grund mehr für irgendeine Anklage, aber trotzdem versucht es der Teufel noch. Und er will uns eben glauben machen, dass wir dieses neue Gewand vielleicht doch nicht angezogen haben oder dass wir es beschmutzt haben oder dass wir es vielleicht gerade wieder ausgezogen haben oder dass es dieses neue Gewand gar nicht gibt. Also die Varianten sind da unzählig. Und ich glaube, es ist immer wieder wichtig, die zu entlarven und zu sagen, ja, will ich diesen Anklagen Glauben schenken oder will ich lieber dem glauben, was Jesus und was Gottes Wort darüber sagen? Und da steht, ihr habt das neue Gewand angezogen. Also in Christus ist die Fülle und wir sind in Christus zur Fülle gebracht und wir haben diesen neuen Menschen angezogen. Das ist kein Wunsch und keine zukünftige Hoffnung, sondern ist ein Fakt. Und wenn es aber so einfach ist, warum musste das Paulus dann hier so betonen? Warum war das so wichtig für die Kolosser? Und ich glaube, dass es auch wichtig für uns ist. Und ich glaube, zum einen liegt es eben genau an diesen Anklagen des Teufels. Aber nicht nur. Und hier kommen jetzt die Irrlehren ins Spiel, die damals unter den Kolossern kursierten. Und es gibt verschiedene Theorien, wie diese Irrlehren genau aussahen. Und ich glaube, das ist jetzt gar nicht so entscheidend, wie genau das war. Fakt ist, dass man ausmachen kann, dass da zwei verschiedene Einflüsse irgendwie eine Rolle gespielt haben. Und das erste, das war eine gewisse Religiosität und Gesetzlichkeit. Das heißt, es wurde einem vorgeschrieben, wie genau man leben musste, damit man Gott gefallen konnte.
Und die Kolosser ließen sich durch das Einhalten von bestimmten Regeln gefangen nehmen oder zumindest standen einige von ihnen in der Gefahr, das zu tun. Also wie man genau leben sollte, um wohlgefällig vor Gott zu sein und vielleicht ja auch von seinen Mitchristen. Und Paulus sagt dann ganz klar dazu: Niemand soll euch also Vorhaltungen machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen, am Neumondstag oder am Sabbat tut. Der andere Einfluss war eine Art mystischer Polytheismus, also Polytheismus, der Glaube an mehrere Götter. Und bei den Kolossern, da kamen wohl irgendwelche Engel ins Spiel, die plötzlich eine sehr große Rolle gespielt haben und die man in Visionen erleben konnte und nach denen sich irgendwie alle ausgestreckt haben. Und ich glaube, am Ende lief beides, sowohl diese Gesetzlichkeit, das Gefühl, ich muss bestimmte Regeln einhalten, als auch das Ausstrecken nach etwas neben Jesus, eben darauf hinaus, dass etwas an die Seite von Jesus trat. Und ich glaube, dass wir dieses Phänomen heute bei uns in unserem Leben genauso auch noch finden können. Dass wir nämlich statt der Gleichung Jesus ist gleich Fülle, eine andere Gleichung aufmachen, und zwar Jesus plus X gleich Fülle. Und ich habe euch einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht, die ich zumindest aus meinem Leben auch immer wieder kenne. Da ist zum Beispiel die Gleichung Jesus plus mein Beitrag gleich Fülle. Oft schleicht sich in unsere Beziehung zu Gott ein menschliches Leistungsdenken ein, eben dieses Gefühl oder der Gedanke, wir müssten doch noch irgendwas tun. Doch unsere Beziehung zu Gott, die lässt sich eben weder durch das Einhalten von bestimmten Regeln oder durch bestimmte Werke herstellen oder auch verbessern. Allein in Jesus liegt unser Heil und alles andere sind letztlich Versuche der Selbsterlösung. Und das haben wir gar nicht nötig, weil in Jesus bereits alles vollbracht ist. Und wir selbst versuchen vielleicht nicht, wie es damals bei den Kolossern war, bestimmte Essensvorschriften verzweifelt einzuhalten, zumindest nicht in Bezug auf unseren Glauben, vielleicht in Bezug auf unseren Diätplan. Aber solche Dinge können sich trotzdem immer wieder einschleichen. Und ich habe einfach mal zwei Fragen mitgebracht, die, finde ich, solche Einschleichungen ganz gut aufdecken können. Von was denke ich, ich müsste es tun, weil Gott mich sonst nicht liebt? Oder auch, von was denke ich müsste es tun, damit Gott mich mehr lieben kann. Und ich denke, das, was uns hier einfällt, ist letztlich was, was wir neben Jesus und seine Fülle stellen. Ich nenne es eben mal ein X. Oder eine andere Gleichung. Jesus und mein Ziel ist gleich Fülle. Also wir meinen, dass wir noch irgendwas anderes brauchen, um glücklich zu sein, damit unser Leben so richtig rund und eben Fülle, voller Fülle ist. Das ist vielleicht ein Ehepartner, das ist vielleicht ein Kind, das ist vielleicht eine bestimmte Entwicklung in unserem beruflichen Werdegang. Und solange dieses Ziel nicht erreicht ist, können wir einfach nicht an die Fülle in Jesus glauben oder können da auch nicht ganz drauf vertrauen. Oder auch umgekehrt, wir haben vielleicht das Gefühl, etwas Bestimmtes muss erstmal weg sein, damit wir diese Fülle erleben können. Ja, vielleicht müssen diese schwierigen Umstände, in denen wir stehen, erstmal verschwinden, damit wir Fülle erleben können. Oder diese Phase, die wir gerade mit den Kindern durchleben, die muss überwunden sein. Oder diese stressige Zeit, wo wir keine Zeit haben. Also irgendwann, wenn wir dann mal Zeit haben, dann können wir vielleicht Fülle empfangen. Und die Frage ist, ob Jesus uns eben wirklich genug ist oder ob wir doch noch meinen, irgendwas anderes zu brauchen. Und damit will ich nicht sagen, dass diese Wünsche nicht total menschlich sind und dass es teilweise auch gute und ganz normale Wünsche sind. Aber die Frage ist eben, ob sie so zentral werden, dass sie so einen Raum für uns einnehmen, dass sie so ein Plus X werden. Und was ist dein Plus X, das dir wahre Fülle zu versprechen scheint? Es gibt bestimmt noch andere Beispiele, zum Beispiel unsere Sicherheit. Oder auch, ja, wie vorhin dieser Rucksack, der genannt wurde. Aus irgendwelchen Gründen können wir den Rucksack einfach nicht loslassen, obwohl nur Mist drin ist. Sowas kann zu unserem Plus X werden. Und bei all diesen Gleichungen stellt sich die Frage, können wir glauben und vertrauen, dass wir in Jesus die Fülle haben und dass er genug ist?
Also Jesus ist gleich Fülle, und zwar maximale Fülle, und die ist nicht mehr steigerungsfähig. Da brauchen wir nichts anderes mehr. Und ich finde auch, wenn wir uns das bewusst machen, so wie Paulus das ja am Anfang auch begründet hat, dass wir wirklich diese Fülle haben, dann ist es eigentlich auch total widersinnig, dass wir noch nach anderen Füllen, also in Anführungszeichen, streben, weil die Fülle ist schon da. Und ich glaube, dass wir unsere Energie nicht in irgendein Plus X investieren sollten, sondern da rein, ja, einfach noch enger an Jesus zu wachsen, in ihm verwurzelt zu sein, wie wir das letzte Woche gehört haben, und darin unsere Zeit, unsere Energie und unsere Kraft reinstecken. Also wir haben jetzt gesehen, dass wir in Christus zur Fülle gebracht sind und dass wir, wenn wir an ihn glauben, diesen neuen Menschen angezogen haben. Und dennoch kann es immer wieder Einflüsse geben, die uns zumindest vorgaukeln wollen, dass wir noch irgendwas anderes brauchen und dass diese Fülle, die ja eigentlich nicht mehr gesteigert werden kann, eben doch noch nicht genug ist. Und wenn wir jetzt dieses Kapitel, dieses dritte Kapitel weiterlesen, dann gibt es durchaus auch Sachen, zu denen Paulus uns aktiv auffordert, die wir tun dürfen. Und da will ich jetzt noch auf drei verschiedene Punkte eingehen. Der erste Punkt ist: Nimm dich in Acht. Das, was Paulus da ganz am Anfang ausspricht, diese Warnung. Und ich glaube, das ist bewusst einfach, es ist gut, dass wir uns immer wieder bewusst werden, dass es diese Ablenkungen von Jesu Fülle gibt. Und ich bringe mit diesem Nimm dich in Acht vor allem in Verbindung, dass ich mich auch selbst immer wieder prüfe. Stehe ich gerade in der Gefahr, da so ein Plus X daneben zu stellen, neben Jesus? Und wenn ja, welches X ist es? Und auch warum? Weil es geht ja nicht darum, dass wir sagen, oh, da ist was, oh nee, schnell, schnell weg, sondern dass wir uns auch bewusst machen, warum ist uns da etwas so wichtig? Ja? Warum haben wir dieses Bedürfnis? Was steckt dahinter? Und dem auch auf den Grund gehen. Und da kann es auch helfen, ja, sich mit Vertrauten auszutauschen, mit Mentoren, Seelsorgern, wenn man merkt, da ist was, was mich irgendwie, was ich nicht loslassen kann. Und dann der zweite Punkt: Richte dich nach oben hin aus. Am Anfang von Kapitel 3 heißt es: Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Also hier gleich zweimal hintereinander dieses nach oben ausrichten. Und wenn ich also merke, dass da sozusagen irgendwo so ein X ist, und wenn ich auch verstanden habe, warum, dann ist es ein Schritt, immer wieder meine Gedanken wirklich wieder nach oben auszurichten, damit zu Gott zu kommen und es ihm zu bringen. Und ja, das ist auch manchmal ein Kampf, und das passiert vielleicht manchmal auch 5-mal am Tag, je nachdem auch, was uns da gerade umtreibt. Aber mir hilft es, mich dann auch immer wieder kurz neu auszurichten und mich kurz hinzusetzen und zu sagen: Jesus, da ist gerade was. Ich merke, das ist mir furchtbar wichtig. Und das gerät in Gefahr, ja, da einfach zu groß zu werden. Und ich merke aber auch, wie ich es gar nicht loslassen will, sondern wie ich es vielleicht auch festhalten will. Und Jesus, bitte hilf mir, es loszulassen. Oder aber auch: Jesus, ich entscheide mich dazu, das jetzt loszulassen. Und ich glaube, wir dürfen da total ehrlich auch mit Jesus sein und ihn mit reinnehmen in unsere Kämpfe. Und es geht nicht darum, uns selbst oder Jesus irgendwas vorzuspielen oder was zu verdrängen und zu sagen, nee, das ist nicht da, sondern da einfach gemeinsam mit ihm dran zu gehen und hinzuschauen. Und dann aber auch immer wieder die Entscheidung zu treffen: Jesus, ich will, dass deine Fülle für mich genug ist, und ich will die mehr entdecken. Und zu diesem nach oben ausrichten gehört sicherlich auch, sich mit geistlichen Wahrheiten zu füllen oder sich auch mit Menschen zu umgeben, die uns da gut tun und die uns diese geistlichen Wahrheiten auch in Erinnerung rufen oder widerspiegeln. Und natürlich muss ich mich auch immer wieder fragen, ja, welchen Gedanken ich mich eigentlich aussetze, beziehungsweise welchen Gedanken ich in mir so den ganzen Tag Raum gebe oder auch welchen Einflüssen ich mich aussetze und ob die immer so hilfreich sind, dafür meine Gedanken nach oben auszurichten oder ob die eigentlich mich eher runterziehen und dunkel sind. Wir dürfen unseren Blick nach oben richten, weil wir mit unserer neuen Identität eben nicht mehr Teil der Welt sind, sondern Teil des Reiches Gottes. Und in Vers 3 heißt es so schön: Unser neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Und das führt zu einer völlig
neuen Perspektive von allem. Wir dürfen die immer wieder einnehmen und es führt dann letztlich auch dazu, dass wir nicht mehr so leben, als wären wir Teil dieser Welt. Und da komme ich zum dritten Punkt, wähle die richtigen Kleider. Paulus führt dann in Kolosser 3 ab Vers 5 weiter aus, was wir alles aktiv ablegen oder sogar töten sollen und was wir stattdessen anziehen können. Also es gibt durchaus Dinge, die wir tun dürfen. Und was vielleicht ein bisschen verwirrend ist, dass es hier jetzt irgendwie auch wieder um Kleider zu gehen scheint. Ja? Also irgendwie haben wir ja diesen neuen Menschen angezogen, aber jetzt sollen wir noch trotzdem was an- und ausziehen. Und ich fand das auch ein bisschen komisch und deswegen habe ich mir da jetzt mal meinen Kleiderschrank zur Hilfe genommen, den ich kurz holen werde. Ich habe nicht meinen ganzen Kleiderschrank mitgebracht, sondern nur einen Teil, wie ihr seht. So, also wenn es jetzt um diese neuen Menschen geht, den wir angezogen haben und den alten, den wir abgelegt haben, dann geht es um unsere Identität. Und ich habe mir das so vorgestellt, als wenn das wie so eine Art Unterkleid wäre. Ja? Also das ist das, was nicht mehr ausgezogen wird. Es wird auch nicht schmutzig, es wird auch nicht dreckig. Wenn es euch hilft, stellt es euch auch in Weiß gerne vor. Ich hatte nur leider nichts Weißes. Aber diesen neuen Menschen, den haben wir angezogen. Das ist wie so eine Art Unterkleid. Es ist fest, es ist gesetzt. Und da müssen wir nichts mehr tun. Und jetzt ist es ja eigentlich nur logisch, dass wir jetzt zu diesem neuen Menschen Kleider anziehen oder Verhaltensweisen anziehen, die auch dazu passen. Und wäre ich jetzt heute Morgen so auf die Bühne gekommen, weiß ich nicht, was ihr gedacht hättet. Also ich weiß, Oversize, das ist innen und ist zwar noch nicht ganz Cannstatter Vasen, aber so Trachtenapplikationen sind vielleicht auch ganz nett. Aber alles in allem, um ehrlich zu sein, ist es eine uralte Gammeljacke. Und ich finde nicht, dass die hier zu diesem fein gewebten Kleid passt. Und genauso sagt eben Paulus auch, dass wir ablegen sollen, solche Verhaltensweisen wie Habgier, Bosheit, Zorn, sexuelle Unmoral, weil sie einfach nicht mehr zu unserer neuen Identität passen. Und stattdessen können wir Kleider anziehen, die zu unserer neuen Identität passen. Sowas wie tiefes Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme oder auch Geduld. Das sind Kleider, die zu unserer neuen Identität passen. Und das heißt also, wir dürfen dieser neuen Identität, dem neuen Menschen, den dürfen wir aktiv Ausdruck verleihen, indem wir das eben auch gut kombinieren. Aber egal, ob ich jetzt diese Jacke oder Verhaltensweise oder aber auch diese anziehe, ja, das ändert nichts mehr an meiner neuen Identität. Die bleibt. Und es ist einfach nur noch die Frage, was ziehe ich dazu an? Und da ist es eigentlich nur natürlich so, wie es ja auch so in unserem Leben natürlich ist, dass wir eben Verhaltensweisen dazu wählen, die auch dazu passen und letztlich das Wesen Jesu auch anziehen. Und jetzt ist es natürlich so, dass es auch so bestimmte Lieblingsstücke vielleicht in unserem Kleiderschrank gibt, von denen wir uns einfach nicht trennen können. Und da habe ich euch jetzt mal meine Regenjackensammlung mitgebracht. Ich besitze nämlich ganze 4 Stück und das hier ist meine neueste Jacke, die habe ich irgendwie letztes Jahr, das war so ein Spontankauf im Outlet, die hat mir einfach gut gefallen. Also, das ist meine neueste Jacke und die kann ich auch anziehen. Die Frage ist, warum habe ich jetzt hier noch 3 weitere? Und das kann ich euch gerne kurz erklären. Das hier war so diese erste in der Reihe, ihr seht, fast identisch von der Farbe, aber, und ich mochte die auch echt gern, aber sie hatte dann hier, ich weiß nicht, ob ihr das seht, irgendwann ein Loch im Ärmel und mit so einer löchrigen Regenjacke kann man ja nicht seriös irgendwie rumlaufen. Und deswegen habe ich dann eine neue gekauft, aber ich habe sie noch, weil zum einen hat sie so eine ganz angenehme Dicke, das heißt so, wenn es schon fast Winter ist, dann kann man die wirklich gut immer noch anziehen und sie hat auch so tolle Achselbelüftungsschlitze, die hat nicht jede Jacke. Von daher
habe ich die noch. Als nächstes, weil ich ja eine neue brauchte, ihr erinnert euch, das Loch hier, habe ich einen Internetkauf getätigt. Und wie das manchmal so ist mit Internetkäufen, es war ein Fehlkauf. Die ist zwar nett und schön, aber ich schwitze total in ihr. Die hat so einen Treibhauseffekt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt manchmal von so Regenjacken, wo man so einfach total zu schwitzen anfängt. Also ist die eigentlich nicht so das Wahre, aber ich habe sie nicht weggetan, weil ich habe sie ja gekauft und habe Geld dafür ausgegeben. Jetzt wenn jemand eine Treibhaus-Regenjacke braucht. Ah, nee, die hatte ich schon. So, und dann noch die dritte, die ich eigentlich auch wirklich sehr gerne mag. Aber weil sie so hell ist, das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht so gut, aber die hat überall so Schmutzränder bekommen. Und wie ihr wisst, wenn man so Regenjacken mehrfach wäscht, ne, dann geht es irgendwann mit der Imprägnierung den Bach runter. Und von daher, jetzt habe ich ja eben hier diese allerneueste. Und wie ihr schon merkt, es gibt gute Gründe dafür, warum ich diese vier Regenjacken besitze. Und genauso ist es manchmal so mit den Verhaltensweisen, ja, wo wir gute Gründe dafür haben, warum wir manche Verhaltensweisen, die eigentlich nicht mehr zu uns passen, trotzdem noch im Schrank haben. Und vielleicht ist es so, ja, eigentlich gehört üble Nachreden, eine Verleumdung nicht mehr zu den Sachen, die ich anziehen will, die passen. Aber hin und wieder, wenn ich ja mit den Kollegen so in der Kaffeeküche stehe, dann ist es doch einfach gut, dazu zu gehören. Und dann kann man die Jacke doch schnell mal anziehen. Oder auch Zorn gehört eigentlich nicht mehr zu dem, was wir anziehen wollen. Aber wenn uns mal jemand so richtig auf die Palme bringt und wenn er uns so richtig ungerecht behandelt hat, dann wird es ja wohl erlaubt sein, den Zorn für ein, zwei Stunden mal anzuziehen und da so in seinem Zorn drin aufzugehen. Und ja, manchmal ist es eben mit diesen Verhaltensweisen so ähnlich. Wir wissen eigentlich, dass sie nicht passen, dass sie schmutzig sind, dass sie kaputt sind, aber wir lassen sie irgendwie trotzdem im Schrank hängen und können sie nicht so recht loslassen, weil es doch immer noch irgendeinen guten Grund dazu gibt, sie anzuziehen. Im Übrigen, das habe ich noch gar nicht erwähnt, die Jacke ist auch super, weil manchmal muss ich meine Reifen wechseln, genau zweimal im Jahr. Und wenn ich dann die schmutzigen Reifen vom Keller zu meinem Auto tragen muss und es regnet, dann ist das die genau die richtige. Also, genau, die Frage ist einfach, passen wirklich diese Kleider, die wir anziehen, auch zu unserer Identität? Und wenn ich merke, dass ich ein bestimmtes Verhalten immer wieder anziehe, obwohl es eigentlich dazu nicht mehr passt, dann kann ich es ausziehen. Und ich kann auch schauen, warum ich es vielleicht auch immer wieder anziehe. Weil ich glaube, oft ist der Grund auch wieder, dass ich so ein Jesus plus X habe. Dass da irgendwas ist, was ich meine zu brauchen und weshalb ich jetzt eben zornig bin oder was auch immer. Und wir dürfen sicher und getragen und umgeben von dieser Fülle Jesu diese Kleider immer wieder ablegen und letztlich das Wesen Jesu anlegen. Und das Wunderbare ist, dass die Fülle Jesu auch einschließt, dass wir das nicht allein aus eigener Kraft schaffen müssen. Weil als es um diesen neuen Menschen geht, den wir angezogen haben, da geht der Vers noch weiter. Ihr habt das neue Gewand angezogen und den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich wird. Also das heißt, dieser neue Mensch wird fortwährend erneuert. Und das ist im Griechischen eine Zeitform, die eine andauernde und wiederholte Handlung ausdrückt, die an uns vollzogen wird. Das heißt, diese neue Identität, sie formt sich immer mehr aus und wir werden Jesus immer ähnlicher, je tiefer wir ihn erkennen. Ich komme zum Schluss. Und in Christus ist die Fülle Gottes. Wir haben daran Anteil, nicht nur ein kleines bisschen, sondern voll und ganz. Und wir haben diesen neuen Menschen angezogen. Wir müssen da nichts mehr tun und wir brauchen nichts anderes mehr, eben weil wir diese Fülle schon haben. Und ich glaube, dass das in die völlige Freiheit führt. In die Freiheit davon, noch irgendwelchen menschlichen Vorschriften genügen zu müssen. In die Freiheit davon, etwas Bestimmtes sein oder werden zu müssen.
und in die Freiheit auch, dass wir an nichts mehr gebunden sind, außer an Christus allein. Und es führt nicht nur in die Freiheit, sondern auch in die völlige Sicherheit, weil wir mit Christus verborgen in Gott sind, so heißt es in Kapitel 3, Vers 3. Das heißt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen und nichts kann uns dieses neue Leben mehr rauben. Und deswegen habe ich eben für heute diesen Satz mitgebracht: Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache genug ist. Und ich habe noch so ein kleines Uns eingefügt. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache uns genug ist. Weil, dass Jesus genug ist, das ist eigentlich überhaupt keine Frage. Aber die Frage ist, ob wir uns daran genügen lassen oder ob wir eben nach diesen Plus-Xen irgendwie suchen. Aber die Hauptsache ist, dass die Hauptsache genug ist.